Der erste Spieltag des neuen Jahres beschert den Fortunen einen vollen Kalender. Unsere Senioren können 9 Uhr früh am Samstag ganz entspannt in Wörlitz als Tabellenzweiter auftreten. Auch am Samstag um 14 Uhr empfängt unsere Erste auf der Heimbahn den Spitzenreiter aus Dessau. Ein Sieg ist hier schon fast Pflicht, um den Abstieg noch zu vermeiden. Am Samstag um 13 Uhr startet unsere zweite Mannschaft beim Tabellennachbarn in Kretschau. Hier erwarten wir ein ausgeglichenes Spiel. Am Sonntag dann noch das Auswärtsspiel unserer Dritten auf der Anlage bei Chemie Zeitz. Auch hier wird der Sieg wohl von der Tagesform der einzelnen Spieler abhängen. Wir erwarten spannende Wettkämpfe und wünschen allen Startern gut Holz.